Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wildlands. Letzte Runde haben wir hier ziemlich versagt. Aber ja, war trotzdem cool. Also einer ist entkommen. Wobei entkommen, also wir waren schon am Helikopter und hätten den noch eingeholt. Aber ja. Die haben gesagt, er ist entkommen. Aber okay. Gut, dann machen wir es halt auf die altmodische Art. Und zwar persönlich. So. Also einzeln dann. Wie viele Hubschrauber es hier gibt, das ist echt krass. Das ist echt krass. So, hier in den... Guten Tag. Knapp daneben. Wer will wissen, wo das herkommt? Der Leutnant haut ab. Sind ein paar Narcos. Okay. Wo hast du sie? Beim Gebäude. Hä? Wer haut hier ab? Das hat niemand gehört, ihr Scherzkekse. Ich habe ihn voll erwischt hier. Volle Kanne erwischt. So. Ihre Gegner. Er steht da mit Einheimischen. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Hey, alles gut. Gut, der war schon mal wichtig. Weil der in die Leiche wurde letztes Mal gesehen. Von dem da oben, glaube ich. Weiß nicht von wem da oben, aber von irgendjemand. In Position. Suche eine gute Position. Ich muss die Position wechseln. Die drei können wir. Ich habe das Ziel. Ziel erfasst. Gib Zeichen. Er ist erledigt. Okay, hier sind noch vier. Der kommt jetzt halt auch hierher. Das ist ein bisschen blöd. Scheiße. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Aber ein Ziel. Wieso muss der Leutnant wieder das finden? Danke. Granate kommt. Come mierda, culeros. Tja. Alles klar bei mir.
Falsch eingestellt. Falsch eingestiegen. Bowman, wir hatten hier in Espiritu Santo gerade eine Schießerei mit ein paar Sicarios. Stecken Sie Ihre Waffen noch nicht weg. Ich lade Ihnen die Koordinaten für ein anderes Kartelllager hoch. Ah, das war blöd. Okay. Der Santa Muerte-Kult ist in den letzten 15 Jahren schnell um mehrere Millionen Anhänger in Mexiko, den USA und Teilen von Mittelamerika angewachsen. Das ist dem Volksglauben zuzuschreiben, dass Santa Muerte leichter Wunder wirkt als... dass Santa Muerte leichter Wunder wirkt als ihr katholischer Cousin, aber auch der Tatsache, dass sie die Wirklichkeit verkörpert, die Identität und die Werte einer wachsenden Zahl an armen Mexikaner, die in einer brutalen Wirtschaft Gewalt ausgesetzt sind und um ihr Überleben kämpfen. Ja, cool. Hier. Das zweite Lager. Und hier ist ein Berater davon. Kontaktmann des Kartells. Esteban Ibarra ist Las Santeras Berater und der Kontaktmann des Kartells für den Kult in Espiritu Santo. Es wird Zeit, dass Ibarra Santa Muerte gegenübertritt. Arrangieren Sie die Begegnung. Jawohl. Nee, wir nehmen hier den Mercedes oder den... Ich fahre. Ja, Mercedes. Oh, Entschuldigung. Willst du noch rein? Ich sitze, gib Gas. Gut. Ja, weil... Kann loslegen. Das ist ein Wagen von euch. Idiot. Das ist so, als würden wir so rumfahren wie die Rebellen mit ihren grün-gelben Autos. Warte. Die pubertierenden Kinder müssen wir mal ausschalten hier. Ihr dürft auch. Bereit machen, Feuer! Hab verstanden. Die sehen uns. So. Sauber hier drüben. Keine Tagus mehr da. Gut, naja. Gut, und sonst so. Oh Mann. Wie krass die ihn getroffen haben, ist krass. Wir fahren mal Crossover. Wie viele sind hier? Die Drohne ist oben. Ich dachte, hier wären nur zwei. Feind markiert. Okay, es sind nur drei. Aber ein drittes Ziel. Es sah nur heftiger aus. Gut. Wir können weiter. Ja, können wir. Gleich. Bei meinem Weg. So,
Wir nehmen wieder unseren schicken Wagen. Der hat sich im Wald bewährt. Ciao. Ach, verdammt, da sind sie ja wieder. Ah, da muss ich eh hin. Gut. Die Bäume sind hier schön. So. Dann suchen wir mal das Heiligtum. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes, Santa Muerte, Signora Poderosa, möge uns dein Geist heute heilen und deine Getreuen hier segnen. Hermanos, ich stehe ganz demütig vor euch. Einst war ich ein stolzer Mann, ein eitler Mann. Einst hielt ich mich für jemanden. Herora, stehe ich weinend und vor Angst webend vor dieser gewaltigen Macht. Zielgesichtet. Von Santa Muerte. Wisset, Hermanos, dass wir alle gleich sind vor Santa Muerte. Sie wird uns alle holen, aber zuerst werden ihren strahlenden Ruhm untergraben wollen. Wie die amerikanischen Teufel, welche die Welt unterjochen wollen. Mit ihren Dollars und Hamburger. Ich sage euch, Hermanos, der Zorn der Knochendame wird sie ereilen. Und an diesem Tag können sie sich nicht mehr verstecken. Markiere Feind. Hermanos Doremos, wir greifen die USA an. Santa Blanca bestraft die Gringos, weil ihre spitze Regierung ungerecht und tyrannisch ist. Ihre Politiker und Banken stellen das Geld der Menschen in der... Ich sehe unser Ziel. Vermutlich der Mann, der die Geschäfte für das Kartell führt. Psst. Ich will zuhören. Ist das, was er sagt, tiefsinnig oder verrückt? Ich tippe auf verrückt. Halleluja. Ja, danke, dass ich nicht weiter zuhören kann. Unidad Heli, unten bleiben. Ich wollte zuhören, Mann. Die werden gesehen. Ja, klettern. Ja, du kannst rüberklettern und dich sehen sie ja nicht. Verstanden. Brauche neue Position. Alles klar, geh in Position. Hab das Ziel. Roger, bin schussbereit. Feuer, Feuer, Feuer! Tango am Boden. Sehr schön. Da sind Kartellsoldaten. Köpfe runter. Gut. Aber die Predigt ist anscheinend jetzt vorbei, weil die laufen wieder rum. Also auch drinnen. Aber die knien immer noch. Soll ich das schaffen? Da drin sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute sind da drin. Ich glaube, also ich schalte die, also alle, die draußen sind, schalte ich aus. Aber dann? Der ist drin. Das ist das Heiligtum von Santa Muerte. Haltet die Augen auf. Puh.
So, okay, alles klar. Dann kicke ich die hier hinten mal. Die werden auch irgendwann wiederkommen. Das war close. Aber wieso stellt er sich jetzt da hin? Das ist ziemlich unpraktisch. Das war schon mal super. Ist da der Eingang? Also wo der gerade steht? Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Oh, da vorne sind auch noch welche. Da. Die kommen jetzt da unten. Da sind sie. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Konnte ich jetzt aber nicht sehen, ob ob der Typ jetzt vor der Tür steht oder ob der einfach vor irgendwas. Ja doch, der steht vor der Tür. Jetzt dreh dich so rum. Danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, der stellt sich dahin. Das ist ziemlich gut. Ich kann nicht viel sehen. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Okay, alles klar. Also wenn der Typ rauskommt, der kann den nicht mehr sehen. Der steht komplett innen drin. Okay. Verdammt, der steht vor einer Scheibe. Nein. Danke. Okay, das hat geklappt. Das hat geklappt. Das hat auch geklappt. Das war scheiße knapp. Echt? Sehe ich nicht. So, jetzt gibt's nur noch 3, 6, 7. Dann warte ich noch, bis der eine wieder hier rauskommt. Und dann gehe ich im Vorderbereich und knall die drei ab, während ich die markiere. Das klingt doch nach einem Plan. Jetzt muss ich nur warten, bis der wieder so gütig ist und rauskommt. Okay, jetzt kommt der da raus. Ist ja auch cool. Ist auch chillig. Da muss ich sowieso gerade hin. Juhu. Gut, dann. Geh in Position, eine bessere Position. Geh auf neue Position. Macht ihr mal das da. Und ich mach die drei hier vorne. Roger, Ziel erfasst. Das Ziel nicht mehr sehen. Ziel markiert. Ziel verloren. Oh,
ich jetzt gemacht, schon. Nur weil die im Gebäude stehen, die sind so dämlich. Roger, ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Shit, ich muss die Position wechseln. Wo ist denn der andere? Ich sehe das Ziel. Also eins, zwei. Das Ziel ist weg. Ja, von hier seht ihr das Ziel natürlich nicht. Wo ist denn der andere hin? Ah, da. Okay. Lasst euch Zeit. Ziel erfasst. Bin bereit. Wow. In 2 Sekunden hat er es nicht mehr. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Wir können auch Rambo gehen. Wenn ihr wollt. Wenn ihr lieber Rambo gehen wollt, können wir auch Rambo gehen. Aber ich will es lieber auf einmal machen. Suche eine bessere Schusslinie. Mach mal. Ich trink derweil was. Ach komm schon, ihr müsst nur einen. Ihr müsst nur einen abknallen. Und ich muss 4 abknallen. Ach, ihr seid so. Das Ziel. Mein Ziel ist weg. Leute, sammeln. Alles klar. Roger, ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Verstanden. Unterwegs. Wahrscheinlich hilft das dann besser. Also komm, du triffst den jetzt auf jeden Fall. Oder auch nicht. Ah. Ich habe das Ziel. Wow. Ziel verloren. Ah. Ich dachte schon. Dum, 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 dum. Immer wenn die ein bisschen im Gebäude sind, haben die enorme Schwierigkeiten. Aber okay. Okay, Ziel markiert. Ja, das Ziel ist weg. Ernsthaft? Ja, von da würde ich den auch nicht treffen. Ich sehe das Ziel. Gut. Du hast es gecheckt. Gut. Roger, Ziel markiert. Okay. Hab kein Ziel mehr. Ja, dann geh wieder hoch und hol dir das Ziel wieder. Seid so, manchmal. Verstanden. Unterwegs. Geh in Position. Mach mal. Ui. Okay, wenn. Ziel erfasst. Kann loslegen. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Oh, was für Amateure seid ihr denn? Da, 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 da. Okay, noch einmal. Roger, ich gehe in Position. Ich gehe in Position. Roger, Ziel erfasst. Hab kein Ziel mehr. Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel verloren. Schau, der bleibt da. Der bleibt da. Ihr habt ein Ziel und der bleibt da. Und ihr habt das Ziel und geht weiter. Und dann so, oh nein, ich kann das Ziel nicht mehr sehen. Ich kann euch auch nicht mehr sehen. So. Wo ist denn das Ziel hinten? Da ist er. Ist mir jetzt egal. Roger, Ziel markiert.
Kann das nicht liegen sehen. Wir haben jemanden wachgerüttelt. In der Kirche. Achtung. Ach so. In der Kirche. Der Leutnant will abhauen. Los, Feuer. Alles klar. Hä? Willst du mich verarschen? Ziel am Boden. Wiederhole. Ziel am Boden. Sauber. Seid ihr okay? Das heißt ja. So. Santera! Inaki! Santera! Kardinal? Was höre ich über diese Santeria-Rituale? Über Menschenopfer? Santera, das geht zu weit. Vertrauen gewinnt man nicht halbherzig, Padre. Wenn ihr Santa Muerte verehren wollt, kommt ihr zu uns. So ehrt man nicht Santa Muerte. Das ist nicht recht. Ihr werdet mit diesen Ritualen aufhören. Oder was? Niemand vermisst sie, Padre. Niemand hat sie vermisst. Niemand vermisst sie jetzt. Ich habe diesen Menschen eine Bedeutung verliehen. Wie kann man Santa Muerte besser ehren? Okay. Tja, coole Gottheit, ne? Oh. Coole Gottheit. Will mal glatt anbieten. Anbieten. Die Hauptreligion in Bolivien ist der Katholizismus, auch wenn er als äußerst synkretisch, was heißt das, keine Ahnung, betrachtet wird. Er ist eine komplexer, Mischung aus ursprünglichen und fremden Einflüssen, die sowohl die Riten als auch den Glauben betreffen. Um die indigenen Völker zu bekehren, mischten die ersten katholischen Missionäre der Spanier eingeborene religiöse Prinzipien mit katholischen Lehren, um das Christentum schneller auszubreiten. Später sollte dann die indigene Glaubenseinflüsse nach und nach ausgemerzt werden, was aber nie wirklich gelang. Auch heute werden Gott und Pachamama noch oft in ein und derselben Zeremonie verehrt. Interessant. Gut. Das war das. Danke fürs Zuschauen. Wir sind jetzt hier fertig und als nächstes werden wir dann nochmal ein bisschen... La Santera regiert ihre Leute mit Hilfe einer Gruppe von Sicario-Leibwächtern. Wenn sie die ausschalten, steht sie vor El Sueño und ihren Anhängern schwach da. Ach, das haben wir ja noch nie gehört. Gut, dann werden wir die mal ausmerzen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Welches Auto sollen wir holen? Wir holen uns mal das da. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.